Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Minecraft. Und heute ist schon Samstag und das bedeutet, dass gestern Abend wieder mal langer Arc-Stream war. Und korrekt. Auch einige von euch mit dabei waren. Das war natürlich wieder super cool. Genau genommen ist für uns jetzt aktuell nach dem Arc-Stream so kurz danach. Wir nehmen gerade noch auf. Es ist 3.33 Uhr. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall wollten wir noch die Folge aufnehmen, muss ja sein, denn haben wir gesagt, hier am Samstag kommt auch Minecraft. Deswegen, ja, eben. Und für all diejenigen, die sich hier wundern, wie es hier aussieht, es hat sich ein bisschen was getan, denn wir haben ja am letzten Mittwoch einen Minecraft-Stream gemacht, einen kleinen, so 3 Stunden. da habe ich dann mal so das Häuschen, naja, schon zum Großteil fertiggestellt. Es hat ja noch ein neues Design bekommen im Prinzip. Ja, genau. Unsere Verzauberungswerkstatt ist umgezogen, unser Labor quasi, das einmal direkt... war ein echter Eingang hier. Hast du schon zugemacht? Das ist alles noch da, damit wir da zur Not doch nochmal unterkommen könnten. Nee, ja, es hat sich auf jeden Fall einiges getan im Stream. Ja, nee, also wir ziehen jetzt erstmal ein bisschen was um hier. Ja, das ist das der kommt, Plan. Kommt raus hier, also alles raus, zuschütten. Also jetzt sofort so? Jetzt sofort so. Jetzt sofort so, oho. Ich hatte anderes vor, aber gut. Was hast du vor? Nee, ich wollte Zäune bauen. Ach so. Ich wollte schon mal testweise... abstecken, wo denn unser Bauernhof hinkommt. Den gibt's jetzt zwar noch nicht, aber kann ja irgendwann demnächst mal so kommen. Ja, das war eigentlich Annis Auftrag schon im Stream. Das stimmt. Ihr seht, wie weit sie gekommen ist. Ja, naja. Weißt du, man muss ja auch nicht unnötig Stress machen. Ich war übrigens im Stream noch unterwegs und zwar bin ich hier ganz rüber gelaufen, weil ihr hattet ja irgendwie geschrieben oder gesagt, in der Nähe vom Sumpf gibt es meistens Wüste. Also hier ist unser Sumpf gewesen, den ich gefunden habe. Und hier drüben war Wüste. Habe ich einen Tempel gefunden und noch ein weiteres Dörfchen. Das kann man live im Stream anschauen. Und ansonsten... Hier ist noch eine Fackel. Irgendwo hier ist Licht. Haben wir noch eine Savanne gefunden hier. Das ist ganz cool. Ich habe schon mal Akazienholz mitgebracht, ein paar Setzlinge. Dass wir einfach nicht immer dahin latschen müssen zum Finden von Akazienholz. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht den Kies nehmen. Ich wollte Erde nehmen, aber ich habe gar keine Erde. Ach Mann. Dann halt so. Ich muss mir erstmal wieder jetzt hier dran... Achso, Moment, hier sind Stufen. Ja, erstmal wieder dran gewöhnen an die Tastenbelegung. Ja, die ist ja schon deutlich anders. Aber... So ein bisschen. Macht ja nichts. Ein bisschen vielleicht. So, ich pack mal die Dinger ein hier. So, ist zugebaut. Ja, sehr schön. Und ich wollte jetzt mal hier schauen, mit welchem Holz ich am besten die Zäune baue. Ich dachte echt, wir hätten noch Zäune, aber... Ja, hier sind noch welche, Fichtenholzzäune. Aber wo sind die denn? Na, hier beim Haus in der Kiste. Da habe ich ja alles ausgeladen, was so irgendwie direkt fürs Bauen notwendig war. Ich such dich gerade beim Haus in der Kiste... Ach so, beim Haus bei der Kiste, alles klar. Nicht beim Lagerhaus. Nee, ich habe ja Haus gesagt. Ja, wir hatten ja eine Menge Spaß mit Creepern. Ja, und du kannst gerne noch... Also hier den Block Damage von Creepern haben wir jetzt deaktiviert. Nachdem die irgendwie schon wieder viele Sachen zerstört haben. Was soll ich gerade sagen? Du kannst... Was hatte ich gerade gesehen? Warte mal. Ach so, noch Blumentöpfe herstellen. Blumentöpfe? Was brennt denn da? Ach so, eine Fackel. Blumentöpfe, das kann ich auch gleich noch machen. Aber gib mir mal bitte eine Sekunde. Ich möchte jetzt erstmal hier... Eine halbe. So, ich bin mir überlegen, wie machen wir das am besten jetzt hier so mit den Betten? Das denkst du dir bitte aus. Das Problem ist ja dadurch, dass es natürlich jetzt hier eine ungerade Zahl an Blöcken ist, kann man jetzt hier natürlich keine Betten direkt nebeneinander stellen. Das sieht nämlich murks aus. Murks sieht das aus. Nee, das wollte ich jetzt hier nicht. Komm daher. Damit das hier nicht immer so eintönig ist. Der Bauernhof kann ja direkt vom... Oder Bauernhof ist übertrieben, ne? Aber hier die kleine Farm, die kann ja direkt vom Haus sein. Ja, im Prinzip schon. Gut. Den kann man eh noch anpassen, dann das ist ja nicht das Problem. Ich bin gerade überlegen, wie wir es am besten machen. Ach, komm her. So. Haben wir noch Glas? Glas, ja, haben wir noch. Also buntes Glas. Auch, ja. Wo?
In den Kisten, haha. Soll ich dir welches vorbeibringen? Was suchst du selber? Ich such selber. Okay. Also du kannst auch hier, ne, also der ganze Bereich gehört immer dazu, ne? Das ist ja alles. Ach so. Alles, ne? Na gut, dann. Wir brauchen ja noch, weil wir brauchen nämlich Platz für die Kühe, ja, und die Schweine. Das war schon wieder Erde. Häschen. Oh, für alle. Für alle Bewohner hier im Spiel. So. Na gut, okay. dann mache ich ein bisschen mehr. Hier ist Glas. Was nehmen wir denn für Glas? Ich habe gar keine normale Axt mehr. Ist das schlimm, dass ich die Diamantaxt nehme für das Abbauen von dem Zeug hier? Okay. Kannst du eine normale Diamantaxt nehmen? Ich habe keine normale Diamantaxt. Du baust eine. Ich kann auch einfach ganz normale. Ja, du kannst jetzt, also wenn wir keine mehr haben, dann nimmst du jetzt einfach eine. Fertig. Was haben wir denn hier? Such die Axt. Komm, such die Axt. Hier ist keine Axt drin, glaube ich das jetzt. Keine Axt? Wo ist denn das ganze Zeug hin? So, da müssen wir natürlich dann hier noch entsprechend drin bauen. Ja, falls sich jemand fragt, wo die ganzen Kisten hin sind, die ja eigentlich mitstanden noch hier vorne. Wir hatten Spaß mit Creepern. Das hat sie gerade schon gesagt. Habe ich, ja, aber ja, das war ja nicht nur hier, das ging ja auch um den Bereich da vorne. Aber hier wirklich viel Spaß mit Creepern. Ja, es war sehr unterhaltsam, auf jeden Fall. So, ja, also hier können wir dann theoretisch einen Teppich drumherum bauen. Ist quasi. Nix, das glaube ich nicht. Ey. Ich nehme die jetzt, ist egal. Oder aber was hat die denn für Stats überhaupt? Ich weiß es gerade gar nicht. Na, die hat Haltbarkeit und... Nee, Haltbarkeit hat sie nicht. Die hat gar nichts, die hat nur Angriffsschaden. Ich habe keine... Ach, die ist gar nicht verzaubert. Das ist eine Standard-Diamant-Axt. Nein, dann kannst du die nehmen. So, Licht haben wir... Achso, siehste, genau. Ich wollte ja nochmal kurz oben unser neues Zimmerchen zeigen, unser Verzauberzimmer. Oh ja. Das ist voll nämlich hier unterm Dach hier eingerichtet. Funktioniert auch ganz gut, hat auch die maximal mögliche Verzauberungsstärke sozusagen. Man sieht das hier... Stufe 3 ist möglich, theoretisch. Und ja, ich finde, es sieht ganz cool aus. Und hier hat noch ein Blumentöpfchen. Ansonsten, ja, ganz cool, ganz geschmeidig hier. Ja, auf jeden Fall. Das Verzauberzimmer. Zauber. Du kannst mal direkt jetzt zum Haus kommen. Darf ich hier auch mal was alleine dunkel machen? So? Ja, das macht doch nichts. Wir schlafen. Och, was du mal schlafen willst. Ja. Ich habe das Gefühl, manche Minecraft-Folgen bestehen nur aus Schlafen. Ja, weil du immer eher Langschläfer bist. Langschläfer? Langschläferin. So, ab in die Falle hier. Super. Schöner Ausblick auf die Leiter. Wunderbar. Schnarch. So. Warum stehe ich eigentlich immer in dir drin? Frage ich mich auch. Nennt man kuscheln. Geht's hier eigentlich hin? Guten Morgen. Zauberzimmer. Ja. Hallo, was hast du eigentlich im Stream gemacht? Was hast du gerade gemacht? Ich meinte draußen. Ganz oben unter der Luke oder unterm Dach quasi. Wer weiß, was du da noch gemacht hast, wo ich nicht hingeschaut habe. Manchmal ist doch komisch. So, ich, ja. Ich ignoriere das einfach mal. Ja, bitte. Ich würde mal sagen. Es ist schon spät. Hallo, wir sind gerade aufgestanden, es ist früh morgen. Ich meine, jetzt eigentlich im echten Leben. Da ist es schon spät. So, ich zimmer mal kurz hier ein paar Akazien hin. Da Anni ja jetzt eh noch nicht dazu kommt, hier irgendwie was zu bauen, was Sinnvolles. Oh. Das ist ja alles super sinnvoll. Nee, ich meine jetzt so im Sinne von, dass das Gras wegkommt und so. Und, ach so, nee. Und Farmen und weiß ich nicht. Ey, diese Bäume da hinten. Warum stehen die im Arsch der Heide? Warum hast du die da angepflanzt? Sag mal. Das war einfach, mir war so. Warum sieht denn das hier so komisch aus? Das geht nicht anders. Bleibt so. So. Die anderen hebe ich mal auf. Mach mal. Ey, ich höre doch schon wieder irgendeinen Zombie. Falls irgendwas sein sollte. Ich höre Zombies. Warum? Nee, das war jetzt hier aber nicht in Ordnung. Wo willst du denn hin? Was denn? Hast du gesagt, ich kann den ganzen Bereich nehmen? Da drüben ist der Zaun. Wo ist der Zaun? Na da. Ja und? Ja, wieso baust du denn hier schon wieder zu? Warum nicht? Nein. Zum garstigen Getier musst du Abstand halten hier. Aber das ist doch... Mann, schon wieder falsch abgebaut. Macht nix, ist nur Erde. Ja, die eine... Das hier kann man weghauen. Das brauchen wir eh nicht. Zum garstigen Getier Abstand halten. Aber ich will das hier gar nicht verbinden, weil das doch doof ist. Das soll ja generell auch nicht durchgehen, sondern wenn du es jetzt hochbaust hier, dann ist auch blöd.
Dann kommt jetzt Viehzeug durch. Na, wir gucken mal. Ach Mann. Aber hier können sie zum Beispiel ein Bäumchen pflanzen. Das ja, könnte ich. Aber Baum ich baue das... Nee, warte mal. Das soll hier schon abgetrennt sein, der Bereich. Das soll nicht komplett zu sein. Nee, das war doch nicht der Plan. Das klang aber gerade so. Nein, das meinte ich damit nicht. Oh ja, ganzen Mann, ich krieg drin. Das hier nie auf die Reihe, das richtig zu setzen. So, wir haben ja den Tipp bekommen, man kann hier mit dem Ton... Nee, oder waren das? Ach nee, die einzelnen Klumpen waren das, ne? Was, die einzelnen Tonklumpen? Ja, die musstest du nehmen. So, jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen. Nee, eigentlich nicht so. Was ist denn das? Also ich habe das noch nicht so richtig raus mit dem Setzen der einzelnen Sachen hier. Es wundert mich, dass das hier manchmal nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Also, weg mit dir, Klotz. Mich wundert das gerade nicht. Mich wundert das total. Ah, ja. Alles klar, so geht es. Ja. Nochmal Zaun. Noch mehr Zaun. So, der kommt da lang. Da lang. Nein, du nicht, du bist zu viel. Habe ich zu wenig Zaun wieder gekriegt, sag mal? Ich weiß gar nicht, nee. Nee, du kriegst genau die gleiche Menge wieder. Eigentlich schon, ja. Ist ja nicht arg, ne? Ist nicht arg, so, aber hier habe ich jetzt schon mal einen kleinen Bereich. Okay, hier ist eine Lücke, ja. Oh, da können Tierchen hin. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So, Blumentöpfe hast du vorhin erzählt. Hast du jetzt schon selber gemacht, okay. Natürlich schade. Ja, wie ja ich weiß, ich trödel. Auf die so, Deko? Dann baue ich hier wenigstens den Baum ab. Und muss aber vorher noch den Vein Miner aktivieren, das habe ich nämlich vergessen. Vein Miner Mode Sneak. Ja. Bauen wir mal ab hier. So mit Deko. Mit Deko. Sehr schön. Wirklich hübsch. Ja, müssen wir natürlich noch mal gucken. Ich vielleicht einen Half-Slap hier drin kloppen. Ich habe natürlich keine mit, wie soll es denn anders sein? Ach man, ist doch zum... Immer das Gleiche. Zum Brechen. Und hier fällt schon wieder kein Setzling runter. Ist das ein Elend? Jetzt, da ist was gefallen. Ich habe es genau gesehen. Da liegt da. Dann gucke ich gleich nochmal nach. Kann ich irgendwas vorbeibringen? Nö. Mm-mm. Okay. Unser Garten hier wächst auch. Wie romantisch. Was ist hier los? Hühnchen. Auch nicht schlecht. So, ich muss aber trotzdem auch noch Blumentöpfe herstellen. Nicht für dich, sondern weil ich ja eigentlich was vorhabe. Das ist mir ja letztens eingefallen. Du hast was vor? Ja, hatte ich ja gesagt. Ich wollte was Schönes bauen. Demnächst. Weil hier ist nur noch zweimal Ton. Im nächsten Leben. Nee. Jetzt weiß ich gar nicht. Ton? Hatten wir noch weiteren Ton? Ja, in irgendeiner Kiste liegt ja drin. Also hier liegt nur gebrannter Ton und 14 Ziegel. Nee, dann muss noch mehr sein. Der ist schon gewachsen, der Akazienbaum. Gute Ton. Echt, jetzt schon? Ja. Krass. Wo hat sich der Ton versteckt? Den anderen hast du ja auch gerade weggehauen. Ja, ich habe einen Baum nur weggehauen. Ja, den Akazienbaum. Ja. Da ist gerade einer gewachsen. Krass. Ach so, na, wahrscheinlich, weil der vorher nicht wachsen konnte, weil die zu nah beieinander standen. Ja, die habe ich gerade erst gepflanzt, also das hat jetzt vielleicht so. Nicht mal 5 Minuten gedauert. Hm. Ich wollte Half-Steps holen. Wo ist der Ton? Ja, und wundert euch auch nicht, dass die Kisten hier so durcheinander sind. Das beruht immer noch auf dem gleichen Problem mit dem Creeper. Das Übliche. Die üblichen Creeper. Die üblichen Creeper. Ist jetzt hier noch Ton drin? Also irgendwie ist hier kein Ton. Wir haben aber Ton. Ich habe so viele gesammelt von dem Zeug. Also. Aber hier ist nichts. Ich habe ja letztens schon Ton verbaut, aber... Na doch, das sind so... Die Tröpfchen, da waren aber noch nur noch zwei. Ach so, nee, warte mal. Du musst hier... Na, wo ja, und die richtigen Tonplätze sind hier auch nicht mehr. Hier haben wir nur dreimal gebrannten Ton. Den kann ich ja nicht mehr auseinandernehmen. Oder kann ich den auch wieder auseinandernehmen? Den gebrannten Ton nicht, nee. Ja, eben. Und wir haben keinen ungebrannten mehr. Dann kann ich schon mal die Dings... Ich kann das aber... Na, für Blumentöpfe ist ja alles drin. Also in Anführungszeichen alles. Warte mal.
das testen? Nee, stimmt, das hilft nicht. So, wo? Na, hier sind noch 17 Ziegel. Ja, aber die Ziegel... Ach so, brauche ich Ziegel? Ja, für die Blumentöpfe brauchst du Ziegel. Ach, die Lehmklumpen und dann werden hier die... sind noch, du hast... hier sind noch Lehmklumpen drin. Ah aber ja, okay. Na gut, aber die brauche ich ja dann nicht, wenn du jetzt sagst, dass... So viel Glas drin. Funktioniert so. Ja, so viel Glas habe ich letztens produziert, weil ich ja, ja, tatsächlich, ich wollte ja für unsere Fenster da was bauen. Mann, jetzt ist hier schon wieder zu viel. Brauchst du noch Zeug für... Na, Blumentöpfe wollte ich jetzt bauen. Was willst du haben? Na, ich könnte dir noch Ziegel geben. Ja. Na, wenn du sie jetzt nicht brauchst, ja. Ne, ich hab sie mal hingeworfen. Jetzt hab ich sie mal aufhören lassen. Hingeworfen hast du die? Nämlich. Du müsstest sie automatisch einsammeln. Ich hoffe, ich hab sie jetzt... Ja, oh krass, so viele. Okay. Ja, so viele brauche ich jetzt dann vielleicht nicht. Ich muss ja auch die Blumentöpfe erstmal aufheben. Das kann ich ja jetzt noch nicht bauen. Dafür brauchen wir erstmal einen Weg. Oder so. So, sieht da ganz brauchbar aus hier mit dem Häuschen quasi. Dann kann ich hier gleich mal von oben bauen. Ich weiß noch nicht, wo hier der Keller hin soll, wenn wir einen Keller haben wollen. Ja, doch, sieht das gut aus hier. Mache ich das doch hier hin? Ich weiß noch nicht. Nee, da weiß ich noch nicht. Erstmal in eine Sammelkiste. Da wird's wenigstens nicht schlecht. So, die Farben, das kommt auch noch. Schwarzer Teppich, weißer Teppich. Ja, ich habe Teppich gebaut. Hier mal kurz vorbeigehen. Teppich. Der ist jetzt nicht perfekt. Mario ist bestimmt schon rübergelatscht, hat sich die Füße vorher nicht abgewischt. Doch, hallo, mach ich immer. Immer wenn ich reinkomme. Vorbildlich. Ja. Hier erstmal, ich habe aber schon gesagt bekommen, der kann so nicht bleiben, weil man ja auf Teppich nichts bauen kann. Das ist natürlich sehr schade. Ich meine, der ist eh jetzt sehr groß hier für diesen kleinen Bereich. Aber naja. Es war mal ein Versuch. Außerdem habe ich mich gefreut, dass ich Stoff färben konnte. Ich kann überlegen. Nee, warte mal. Ach nee, ist ein Half-Step da oben. Alles klar. So, hier ist auch das. Ich wollte mich mal gucken, wie das von draußen aussieht, hier insgesamt gesehen. Ob das cool kommt, das ist okay. Warte mal, ich muss für die andere da. Da ist wahrscheinlich keine Sonne gerade. Mhm. Sieht ein bisschen kacke aus, wa? Da in der Mitte ist zu. Naja. Aber ich wollte jetzt keine drei Fenster haben, weil das ist ein bisschen viel ist, glaube ich. Ja, oder man nimmt halt unterschiedlich farbige Fenster. Das wäre ja auch noch eine Option. Ja, es ändert nichts daran, dass das zu viel ist. Weil du hast, wenn du ein Fenster hast, kannst du da ja nichts vorbauen. Wenn du irgendwo noch Bücherregale haben willst, hier so im Schlafzimmer oder sonstiges, dann geht das ja nicht. Mhm. Also hier so. Nein, nee, dann nicht, dann lässt das. Aber ich fand es jetzt nicht so schlimm, dass das dazu ist. Ja, mich stört so ein bisschen das. Warte mal, können wir es vielleicht mit Half Steps machen? Gucken wir mal. Ist schon wieder dunkel. Nee, ich sag ja, es ist hier ständig dunkel. So, bauen wir hier mal noch ein bisschen Bäumchen ab. Ach Mist, das war eine Stufe. Oh. Okay. Sind hier eigentlich vorne noch Setzlinge runtergefallen? Hast du da ich habe welche eingesammelt. Okay. Und es wird schon wieder duster. So richtig. Das geht hier echt total schnell. Ich weiß nicht, was da los ist. Warte mal, jetzt haben wir da Stufen. Oh nee, und ich höre schon wieder alle. Alle, die man nicht hören sollte, höre ich hier. Hilfe. Weg hier. Hilfe! Ja, bei dem Texture Pack ist es natürlich ein bisschen blöd, dass man hier alles so und so. Okay, das würde gehen. Ich bin da noch nicht so zufrieden mit. Was ist hier eigentlich für ein Baumstamm? Der gehört doch da eigentlich gar nicht hin. Bist du sicher? Vielleicht eine halbe Treppe? Nee, das ist ein Baumstamm. Ein Testbaumstamm für irgendwelche Versuche. Irgendwas ist hier. So, ich stelle jetzt noch ein paar Zäune her. Was ist denn das hier eigentlich für ein... Ach, Fichte hast du gesagt, war das? Okay. Also irgendwie... Nee, das haut hier nicht hin. Warte mal. Verwirrt. Fichtenholz. So müsste das aussehen. Okay. Jetzt können wir hier... Aber jetzt ist ja gut. Ein Bücherregal im Morgen, warte mal kurz Fackel ran. So, das da ran, das weg. Das auch weg. Da. Haben wir. Glaubt es.
Ah nee, stellen wir erstmal noch ein paar Stöcke her. Ich finde, das sieht schon ziemlich wohnig aus. Hast du irgendwo noch mehr Teppich? Naja, ich habe nur noch weißen und schwarzen Teppich. So. Also ich habe jetzt keinen weißen mehr, den man komplett einfärben kann. Oder einen neutralen Teppich. Mhm. Wir müssen aber scharfe Scheren gehen. Also ich könnte dir viermal weißen und viermal schwarzen anbieten. Weiß nicht, ob es reicht. Ich gucke mal kurz. Wir haben ja den Tipp bekommen, wir sollen scharfe einfärben. Das stimmt, weil die dann immer farbige Wolle droppen. Und die farbige Wolle, die ist ja dann ganz, ganz leicht zu farbigem Teppich weiter zu verarbeiten. Mann, das wollte ich ja gar nicht. So. Jetzt haben wir hier so ein bisschen schwarz-roten Teppich. Ist das genehm so? Ja, das sieht gut aus. Das gefällt mir. Mann, das ist schwer. Viel zu weit hier. Ja, dann können wir jetzt hier theoretisch noch an die Wand, können wir ein Bücherregal zimmern oder zwei. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ja. Ansonsten würde es noch gehen, dass wir da irgendwie hier... Sehr schön. Die Bretter. Mal testen, ob das jetzt so richtig ist. Nee. Verdammt. Nee. Verdammt. Was denn? Schon wieder wegen dem Zaun. Links und rechts Bretter, in der Mitte zwei Stöcke. Ach, generell zwei. Ach so. Ja, hast du mal so einen Zaun angeguckt, wie er aussieht? Ja, ich weiß schon, wie so ein Zaun aussieht, aber... Ja. Das ist halt spät. Ich merke gerade bei mir, ich bin ganz schön Knülle. Deswegen ist das mit der Konzentration gerade ein bisschen weit weg. Ja, und hier können wir uns mal überlegen, was wir hier hinbauen. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht doch irgendwo eine Wendeltreppe. Ich habe vielleicht so Bock drauf, aber das ist eng. Das ist verdammt eng. Ja. Aber wer braucht schon Platz? Wer braucht schon Platz? Mann, ich weiß nicht, warum ich mir das immer nicht merken kann. So. Also es würde hier rein theoretisch gehen, dass man hier eine Wendeltreppe baut. Das reichen. Ach, Mann. Ey, wirklich, ich bin gerade schon echt ganz woanders. Das merkt ihr gerade. Das tut mir leid. Ach, das merkt man nicht. Das merkt man nicht. Das merkt man nicht. Hier ist kein Platz in meinem Inventar. Ist doch kacke. Das merkt man wirklich nicht. Mann, ich hab keinen Platz. Weg hier. Raus aus dem Inventar. Weil kein Platz. Da muss die Leiter ja auch nochmal woanders hin. Ach, Mann, jetzt habe ich das wichtige Zeug weggepackt. Ach, scheißegal. Ich mache jetzt irgendwas anderes. Ich gehe jetzt nochmal nach den Setzlingen gucken. Der Zaun kommt dann, wenn ich tatsächlich wieder wach bin. So, wo ist mein Schwert? Okay, also nächstes Jahr irgendwann. Gar nicht wahr, das ist gelogen. Gar nicht wahr. Zombie, du musst jetzt dran glauben. Das kriege ich noch hin. Irgendwas kaputt machen schaffe ich immer. Da ist jeder Geisteszustand für geeignet. Was denn? Ach, willst du was sagen? Nein. Was? Los, sprich dich doch bitte aus. Nee, ach, warum denn? Nee, ach, Da ist ein Huhn im Wasser. Mal wieder. So, Bäumchen, dich fälle ich auch noch. Bäume fällen, das ist auch kein Problem. Ich will überlegen, wie kommen wir denn am günstigsten hier hoch? Also wo muss man denn anfangen? Ich glaube hier oder so. Ups, nee, einen Fullblock sollte man natürlich nicht setzen. Was ist denn hier los? Mini-Zombie mit Huhn! Was ist das? Geht's dir gut? Mini-Zombie mit Huhn. Hallo? Jawohl. Hallo? Ey! Schiebst du das Huhn vor oder was? Oh, kleines Borg. Nee, also du bist mir zu traumatisiert. Tut mir leid. Du musst sterben. So. Statt das Huhn zu retten. Warum sollte ich das Huhn retten? Das ist ein Zombie-Huhn gewesen, das war jetzt verseucht. Ich komme ja nicht hoch. Das habe ich ja noch nie gesehen. Hast du sowas schon mal gesehen? Nein. Mini-Zombie mit Huhn. Und was soll das hier, du blödes Skelett? Und hier ist schon wieder ganz viel Freundschaft unterwegs. Was ist das? Ein Pfeil. Ich glaube, hier kommen gerade Freunde zu uns. Ich würde uns erst verteidigen, wenn sie da sind, so wie jetzt. Au! Haust du blödes Skelett mir immer voll gegen die Stirn. Ich halte das nicht aus. Stirb! Sehr schön. Anni hat Spaß. Total.
immer wieder das Gleiche. Immer wieder viel Spaß. Ich will erstmal regenerieren hier. Wir kommen der Sache auf jeden Fall schon näher. Da können wir jetzt hier nämlich noch zumachen. Oh, jetzt habe ich gerade die Fackel zerstört. Naja, passiert. Ist ja nur eine Fackel. Die Frage, wo baue ich es jetzt hin? Oh, vielleicht nicht unbedingt ans Bücherregal. Es brennt vielleicht. Warum kann ich denn hier nicht anbauen? Spinne. Hallo. Ich kann gar nicht hier an das Ding ranbauen. Was? Aufs Regal? Nee, hier. Ich will an diese Mauer ranbauen, aber es geht nicht, wenn ich draufklicke. Dann baut er immer ins Bücherregal. Und von der, also wenn du weiter rechts guckst, wenn du daneben stehst, dann wird es gehen? Machen wir das so oder beziehungsweise, Moment, machen wir das so. Wir brauchen nämlich hier oben auch Licht. Und sowieso nicht. Wir brauchen überall Licht. So, ich finde, es sieht aber ganz cool aus jetzt hier oben insgesamt. So, hier ist noch ein Zombie. Och, Mini-Zombie, Mann! Diese kleinen frechen Wusel. Hey, du hast ganz schöne Augenringe, Freundchen. Augenringe. Oh, jetzt komme ich natürlich nicht mehr runter. Hm. Ja, bäh. Ich habe da irgendwo einen Creeper gesehen. Au, 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 au. Ich lass mir da was einfallen. Hier oben. Also. Wer hat mich jetzt... Au! Kannst du mal zurückkommen? Ich bin auf dem Weg. Ohne zu sterben, idealerweise. Habe ich vor. So, ich muss, glaube ich, eins weiter vorne anfangen, weil das ist hier... Ich bin schon zu hoch, glaube ich. So, den Creeper habe ich kaputt gekriegt. Es ist Vollmond. Da kommt der nächste Zombie. Ich sollte ja Erfahrungspunkte sammeln. Das ist ja eine Standardaufgabe von mir. Ja, aber ohne sterben, bitte. Ich sterbe doch gar nicht. Ich habe super Lebenspunkte. Sprach so ein Stab. Nein, nein, nein. Gar nicht wahr. Au. Oh, nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Oh, nein, nein, nein. So. Bisschen Schwarzpulver hier. So, und es wird ja schon wieder hell. Noch ein Zombie. Ich muss ja wirklich üben. Ich habe jetzt Level 28. Das lohnt sich, wenn ich mal was verzauber. Bald. Mhm. Deswegen ist das schon ein Grund, nicht zu sterben. So, man kommt auf jeden Fall jetzt hier hoch. Aber ich bin noch nicht ganz zufrieden. Och, Zombie-Armee? Au. Oh so, ja, der erste brennt. Wir sind jetzt durch mit der Folge. Was? Und ich brenne! Scheiße, ich brenne! Damit kannst du überhaupt springen ins Wasser. Ah ja, ist schon wieder super. Ja, also wir sind durch mit der Folge. Anni verbrennt hier gerade lichterloh und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen wieder hier bei einer neuen Folge Minecraft am Sonntag sozusagen. So sieht's aus und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Jo, also bis dann. Bis dann, ciao.